An einem von 7 Orten in unserem Sonnensystem finden wir bald Außerirdische. Davon ist der Alienforscher Seth Shostak überzeugt. Warum das so ist und wo genau das sein könnte, jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Wie ist die Lage bei den Außerirdischen und wann entdecken wir intelligente Aliens? Herzlich willkommen. Seit 2001 leitet Seth Shostak das SETI-Projekt, also das Projekt, bei dem gezielt nach Außerirdischen gesucht wird. Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI-Institut heißt das Institut, also Institut für die Suche nach außerirdischem Leben. SETI macht das, indem es systematisch Radiosignale aus dem Weltall analysiert. 2007 hat es dafür sogar ein eigenes Teleskop-Array aufgebaut, The Allen Telescope Array, benannt nach dem Microsoft-Mitbegründer und Multimilliardär Paul Allen, der es zu einem großen Teil finanziert hat. Es zählt 42 Teleskope, die ausschließlich nach Aliens suchen, die auf Exoplaneten weit entfernt von unserem Sonnensystem existieren. Doch der Leiter des Instituts, Seth Shostak, vermutet jetzt einen ganz anderen Fundort für das erste außerirdische Leben, das wir entdecken werden. Er ist davon überzeugt, dass wir es hier im eigenen Sonnensystem finden werden. 7 mögliche Fundorte nennt er. Fundort 1, der Mars. 30 Meter unter der Oberfläche könnte es flüssiges Wasser geben und damit primitive Lebensformen. Genauso könnte es auf dem Pluto sein. Überall, wo es Wasser gäbe, könne es auch Mikroben geben, sagt Shostak in einem Interview mit der Website Futurism. Allerdings betont er, dass er damit nicht sagt, dass es Plutonier geben würde. Und 3 Jupitermonde kommen für ihn auch in Frage. Europa, wo unterirdische Ozeane Leben beherbergen könnten. Ganymed, der größte Mond im Sonnensystem. Und Callisto, wo es Wasser und eine Atmosphäre gibt. Und auch 2 Saturnmonde könnten womöglich Leben ermöglichen. Danke an die Cassini-Mission, die hier unglaubliche Forschungsergebnisse geliefert hat. Titan und Enceladus. Und bei Enceladus könnte es besonders einfach sein, Leben zu finden. Dadurch, dass der Mond mit seinen Geysiren Wasser in den Weltraum schießt, braucht man nicht zu bohren, sondern es reicht, Proben im Auswurf der Geysire zu nehmen und zur Erde zu fliegen und hier zu analysieren. Aber Shostak glaubt auch an die baldige Entdeckung von intelligenten Aliens. Er geht davon aus, dass wir es in den nächsten 20 Jahren finden. Es gäbe da draußen 1 Billion Galaxien, jede mit 1 Billion Planeten. Die Leute auf der Erde müssten schon sehr speziell sein, wenn es da draußen nicht intelligentes Leben geben würde. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Aliens, der erste Kontakt. Da geht es darum, ob wir nicht schon längst Kontakt zu Außerirdischen haben. Eine absolut irre Vorstellung. Also, bis dann. Bleibt dran.